Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. Ist schon eine Weile her. Wie sieht's denn mit meinen Einstellungen aus? Wenn ich mich richtig erinnere, wollten wir ja durch Sens Festung durch. Und ich nehme jetzt auch gerade nur einen Part auf, damit ich für morgen einen hab. Und das war's dann so ziemlich erstmal. Den Rest werde ich dann morgen mal weiter aufnehmen. Weil morgen ist der wievielte? 23., 24. Komm her. Put, put, put. Wie ich einfach wusste, dass das passiert. Und Ende. So, wo war ich? Ah ja, ich muss jetzt ja mal wieder einen Einstieg finden. Und ich weiß auch irgendwie schon gar nicht mehr so richtig, was wir alles gemacht haben und was nicht. Schaue ich am besten mal kurz in mein Inventar. Nur ziemlich viel Müll bei. Bei den ganzen Scherben. Ja. Ich würde meinen, ich spiele einfach mal drauf los. Der Rest ergibt sich schon. Gut, dass ich nicht getroffen wurde. Oh, das ist scheiße. Bitte fall. Gut, das war so ähnlich wie fallen. Grad, Sens Festung ist, glaube ich, nicht so der geilste Punkt, um jetzt wieder erstmal auf die Steuerung klarkommen zu müssen. Oh, so knapp. Ah, ich erinnere mich, wo ich die Kiste da gerade gesehen habe. Das letzte Mal habe ich doch verkackt, als mich die Mimik gefressen hat. Verdammt. Und der ist weg. Die geben ja alle zumindest mal anständige Erfahrung, würde ich meinen. Also Seelen. Ich traue der Sache gerade nicht so. Das ist so das Problem, wenn man sowas eine Weile schon nicht mehr gemacht hat. Aber sieht mal sicher aus. Hoffe ich. Ich höre Steine. Aber nicht bei mir. Das ist was Gutes. Für den Moment.
So. Die ist weg. Oh. Perfekt. Gut, das war die Taste, wie man rennt. Komm schon. Das wird sowas von nicht klar gehen. Hab ich doch gesagt, weil ich im Ecken hängen geblieben bin. Verdammt. Ja, ich weiß, da hinten mit Mimik und allem, aber wenn nicht, gehe ich da wann anders hin. Ich würde mich jetzt lieber mal in Sicherheit begeben. Also das, was man in Dark Souls halt Sicherheit nennen kann. Wie viele sind das? Das wird so voll scheiße. Oh. So ein Glück muss man erstmal haben. Ah, ich hatte schon gedacht, von da hinten kommt wer. Mich jetzt gerade nicht umzusehen, war auch eigentlich fast schon eine Todsünde. So. Weg mit dem. Und was haben wir hier? Oh, ein weiterer Pappkamerad. Ein Schlangenschwert und ein paar große Scherben. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann mal die Treppe hoch. Ah, Schildhand. Hab ich lieber was dabei für den Fall der Fälle. Was? Oh. Ich bin Idiot. Oh. Nein. Schnell mal was trinken. Sie weg? Ja, Gott sei Dank. Oh. Gut, dass ich schnell war. Hab ich auch so gar nicht mehr dran gedacht. Oh. Fuck, 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 fuck. In Sicherheit.
Das war das, was ich mit Sicherheit gemeint habe. Nur, ich könnte aufsteigen. Aber wie sieht's denn mit Waffenverstärkung aus? Ja, hab ich ja. So, dann habe ich zumindest mal den Weg überlebt. Und ja. Das war, wo unser Freund daher kam, aber sonst gibt's hier mal so gar nichts grad. Oder, irgendwo, wo wir in den Tod fallen können, aber das ist nicht unbedingt der Ort, an dem ich jetzt sein will. Also, hier mal nach Items suchen. Jo, sieht soweit ganz gut aus. Ein Balder Knight. Gut, der hält in etwa so viel aus wie die Schlangen, glaube ich. Oh. Guts Nächtle. Und der ist auch weg. Flammensteinplattenring. Joa. Stulpen und eine Scherbe. Wobei, der Flammensteinplattenring. Wenn ich mal so drüber nachdenk. Jetzt bin ich langsam wie Scheiße. Aber aus gegebenem Anlass könnte er sehr nützlich sein. Und der Anlass, den Anlass wird man jetzt auch gleich sehen. Also stell mich mal hier so hin. Wie erwähnt, aus gegebenem Anlass. Immer noch. Ist das das, was ich denke, dass es ist? So, erstmal wieder Havel. Ohne Havel sind wir hier komplett gefickt. Was? Wir sind auch so komplett gefickt, alles klar. Und jetzt fragt man sich, warum ich keine Motivation hatte, das aufzunehmen. Und die Frage hat sich von selbst beantwortet. Voll gut. So, da ich mit Havel schneller rennen kann, renne ich halt. Große Scherbe, 2 Stück. Jetzt muss ich meine Seelen wieder kriegen. Und hab dabei fast verkackt. Dann rennen wir mal. Bevor der auf den Gedanken kommt, mich zu ficken, fick ich lieber ihn. Und das auch erledigt. Ah, die Aufzüge.
Ah nee, die gehen noch nicht, weil ich habe den unten nicht aufgemacht. Verdammt. Das war da, wo die eine Schlange schlafend steht. Da kann man eigentlich mit diesen Felsbrocken, wenn man die umleitet, eine Wand eindrücken. Und dann kann man halt eben... Wie heißt's? Wenn die Wand halt eingebrochen ist, kann man da einen Aufzug hochfahren. Ah, der war sogar, kommen wir direkt weg. Oh, Boss. Eigentlich sollte das ja klar gehen. Also, eigentlich. Ali. Nett, dich getroffen zu haben. Dann würde ich mal meinen, gehen wir mal noch lieber etwas weiter auf die Suche. Die Sache ist, die Riesen alle drei respawnen nicht. Hatte zuerst gedacht, da wäre kein Boden. Geht da irgendwo ein Weg runter? Nee. Ah, ich glaube, hier ist später der Ort, wo ich dann das eine Phantom rufen kann. Was wir dann natürlich auch tun müssen. Weil der Boss, der da drin steht, da würde ich nur sehr ungern allein rangehen. So. Aber da unten sieht man den Ficker ja auch schon stehen und um den kümmern wir uns dann jetzt mal anstatt mit unserem werfenden Kumpel da oben. Außerdem gehen wir da hinten mal geradeaus, wo wir ja einen Baldur Knight gekillt haben. Da dürfte auch das eine oder andere stehen. Hoffe ich. Effektiv nichts. Effektiv nichts. Perfekt. Also, du hast nichts bewacht. So. Wenn du voll konzentriert bist, weil du nicht getroffen werden willst. Oh, so ein Glück gehabt. Und der ist weg. Ich bin mir nicht sicher, ob der respawnt oder nicht. Aber ich hoffe mal eher nicht. Wobei ich mich jetzt auch nicht so genial angestellt habe, davon abgesehen. So, aber dann können wir gleich da hinten hoch. Ja, und ich weiß, was uns erwartet. Ja. Bitte nicht. Natürlich. Bombe. Und damit beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns unsere Seelen zurückholen.